Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of the Wahl. Ja, keine Angst, das ist nicht der Let's Player Charakter. Ich habe den einfach mal angetestet, ein bisschen. Und ich sag euch, der macht extrem viel Spaß. Also ich hatte gehabt, dass er richtig cool und auch noch cooler wird. Ich habe jetzt einfach mal so gescaled, wie ich gesagt habe. Plus hier noch die Resistenzen, die sind vor allem am Anfang noch sehr wichtig. Ja, später dann auch sehr wichtig, aber dann hat man noch Auren und so. Also, wir machen eben einen Elementar-Wander. Also einen Elementar-Zauberstabkämpfer. Und das Wichtigste momentan ist am Anfang noch diese vier Pünktchen hier. Das sind vor allem die Mana-Ding, dass wir immer genug Mana haben, weil es frisst extrem viel Mana und ihr seht, es ist extrem schnell. Und das sind jetzt vier Schüsse. Am Anfang hat man drei Schüsse mit Barrage. Drei Schüsse, vier Schüsse, fünf Schüsse, ich weiß nicht, wie weit es geht, aber was denkt ihr? Das ist schneller als ein Maschinengewehr. Das ist doch richtig geil, also es wird richtig viel Spaß machen. Und ab Level 19 haben wir dann noch drei Schüsse auf einmal, sondern einen Schuss. Und das viermal ganz schnell hintereinander, das ist schon geil. Dann kommt noch Chain, dass wir dann noch, dass die Schüsse dann, alle Schüsse, die treffen, gehen dann auf andere Gegner und euch über wie ein Kettenblitz. Und das ist richtig geil. Also, ja, also wirklich high-end cool. Ich habe jetzt mal eine Aura, die uns Mana-Regenerationsrate bringt, also die Clarity Aura. Und die Rough Aura, die gibt uns Blitzschaden. Sie konvertiert, glaube ich, auch noch. Nein, sie konvertiert nicht. Das ist nur die die Aura mit dem Cold. Genau. So, ich suche kurz hier noch das Portal, um dann zum anderen Charakter wechseln zu können. Also ich will das Portal noch kurz holen. Ja, mir persönlich geht es momentan sehr gut. Ich habe wirklich fast keine Probleme mehr mit Diabetes und ich mache sehr viel Sport momentan. Also geht mir richtig prima. Das heißt, es wird auch viel besser jetzt auf meinem Kanal. Meine Videos werden eine höhere Qualität haben und ich werde mehr wieder hochladen. Also ihr profitiert sehr. Und ja, und wenn ich dann wieder mehr Geld verdiene, könnt ihr auch viel mehr Games auf meinem Kanal sehen, vor allem neuere Games. Und ja, also Daumen hoch bitte für diese Ankündigung. Nein, also müsst ihr jetzt nicht Daumen hoch geben, aber bitte gebt mir einen Daumen hoch, wäre nett. Und ja, und da ich jetzt auch viel mehr Let's Play Together mache, wird das hoffentlich auch andere Leute noch anlocken. Und ja, wenn ihr Verbesserungswünsche habt, nur gerne her mit dem. Am besten ins Forum, wo ich habe, schreiben. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder etwas wissen wollt, dann könnt ihr mir das gerne jederzeit fragen. Ich werde alles beantworten, auch wenn ich es nicht beantworten kann. Aber ja, ich will einfach der Community treu bleiben. Ich will sie nicht durch meine Bekanntheit dann, ja, so dass es weniger wird. Also, ich denke, wir gehen zuerst hier zu diesen Knoten. Die sind ab jetzt nur für unseren Ding mit den Items, mit den guten Items für diesen Charakter. Weil ich schon viel Mana auf Gain und Kill habe und daher nicht mehr brauche. Ja, ich habe zwei Zauberstäbe. Wichtigste, vor allem am Anfang, hat den Elementar Damage hier 2 bis 25 Lightning Damage. Und hier 1 bis 10, also sehr wichtig. Sogar noch Life Leech hat es drauf. Richtig, genau.
Wow, gibt einen neuen Effekt. Okay. 2% mehr physische Schaden wird geleicht, also abgesaugt vom Gegner. Cool. So, Power Simpen wollte ich noch zeigen. Das ist der Angriff, der dann gegen die Bosse und stärke Gegner sind. Das ist ein Einzelangriff. Und die Gegner lösen sich so eigentlich auf und aber man kann Power Charge, also man wird stärker, also richtig genial. Ja, das sind eben die Charges, die Ladungen. Aber wir nehmen dann Frenzy, das ist viel stärker. Und ja, Spell Damage brauchen wir nicht. Also wir nutzen einfach Power Symphon zum ja, gegen Bosse. Und dann nach Baracke zusammen, damit wir dann noch ein bisschen Ding bekommen. Life Leech oder so wegen der schnellen Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Also, wir gehen zurück zum anderen Charakter. Den haben wir bis zu den Tiefen gespielt. Und jetzt müssen wir durch die Tiefen nach oben zu den Klippen. Wo ist der? Da. Level 7. So, schauen wir hier kurz mal rein. Aha, wir haben hier ein paar Sachen. Oh, das ist gut. Ja, das kann ich gebrauchen. So. Das ist natürlich schwächer. Okay, 1 bis 4 Spell Damage. Fire Damage. Okay, dann machen wir lieber den Ding runter. Machen wir 2. Es ist einfach besser. Vor allem, wenn wir noch ohne Barrage angreifen. Oder Baracke. Auf Deutsch. Oh, Fraps hat wieder Probleme. Keine Ahnung, wieso. Komm schon. Hallo, Fraps. Machen wir kurz.